In diesem Video möchte ich zeigen, wie man die Alarmschwellen für Sauerstoff eingibt. Wir haben hier an Steckplatz 1 einen Sauerstoffsensor angeschlossen und wenn ich in das Menü gehe auf Sensoren, dann kann ich hier bei Steckplatz 1 meinen Sauerstoffsensor auswählen und man findet hier als zweiten Punkt die Alarmschwellen. Die untere Alarmschwelle gibt an, unterhalb welcher Sauerstoffkonzentration ein Alarm gesendet werden soll, sagen wir mal unter 60% Sättigung. Die obere Schwelle, bei wessen Überschreitung es einen Alarm geben soll, hier nehmen wir mal 150%, dann kommt der Alarm. Zusätzlich kann ich noch eine Hysterese angeben, damit bei Erreichen der Schwelle und wenn der Wert sich genau daran hoch und runter pendelt, nicht weitere Alarme gesendet werden. Hier als Hysterese habe ich zum Beispiel 5% eingestellt. Zusätzlich kann ich noch zwei Schwellenwerte für die Temperatur eingeben. Zum Beispiel, dass ein Alarm gesendet wird, wenn die Temperatur unter einen gewissen Bereich fällt. Beispielsweise sagen wir halt, so, wenn die Temperatur unter 6 Grad fällt und wenn die Temperatur auch über 22 Grad ansteigt. Hier, wenn ich wieder auf Home bin, sehe ich bereits, es ist momentan ein Alarm ausgelöst. Das Ausrufezeichen ist klar, denn ein Alarm soll gesendet werden, wenn die Temperatur über 22 Grad ist. Und hier habe ich gerade 23,4. Das war es auch schon mit den Einstellungen.